Fritz Klemm ist ein Künstler, der mit großer Bescheidenheit, aber auch großer Sicherheit die Wirklichkeit zur Basis seiner Bilder machte. Er bezeichnete sich selbst immer als realistischen Maler und bezog sich stets auf die Dinge in seinem direkten Umfeld, seinem Arbeitsort. Nach seiner Emeritierung von der Karlsruher Akademie der Künste bezog er das Atelier in der Stresemannstraße, wo Papierarbeiten von großer Einfachheit und Klarheit entstanden. Gewiss lassen sich Zeichnungen und Fotografien so einfach nicht vergleichen. Sie entspringen einer je anderen Zeit. Doch hier in der Gegenüberstellung geschieht ein kleines Wunder. Die abstrakten Zeichnungen und Collagen von Fritz Klemm führen zu Faltungen des Raums. Die Fotografien von Barbara Klemm vollziehen gleichfalls eine Faltung, aber der Zeit, des Augenblicks. Wir können diese Bilder der Entwicklung hier zusammen sehen, Seite an Seite, Fläche an Fläche, je anders ein Bild auf den Moment zielt, von der Zeit zum Raum, vom Raum in die Zeit. Welch ein Glück, in diesen Räumen hier der künstlerischen Arbeit an der Gegenwart, der Zeit, dem Augenblick, begegnen zu dürfen. Gegen die Wand, für die Wand, wie Axel Heil im Katalogtext schreibt, bezieht sich auf die Bilderserie mit dem Thema Wand. Mit welch großer Eigenständigkeit und Kraft Klemm seine Atelierwand einer Reduktion bis hin zu reinen Strukturen unterzieht, ist erstaunlich. Und obwohl seine Bildthemen banal erscheinen mögen, möchte man sich doch die Frage stellen, die auch Klemm selbst einst stellte. Spüren Sie das Geheimnis?